Oh, Tommy hat ein Statement hochgeladen zu deiner Reaktion auf sein Video bezüglich Tesla. Okay, sollen wir uns das mal angucken? Finanzfluss, also derjenige, der mir quasi investieren so richtig nahegelegt hat und quasi gesagt hat, okay, hier so investiert man mit ETFs und so weiter und so fort, so funktioniert das Ganze, so funktioniert ein Sparplan, hier Sparrate, dies, das und so weiter und so fort. Über den bin ich da quasi so richtig rangeführt worden, natürlich auch über andere Sachen, aber er hat es mir dann quasi in einem Video so richtig mal gezeigt und erklärt, wie man seine finanziellen Ziele eben erreichen kann. Ich hoffe, es wird jetzt nicht eine Reaktion auf eine Reaktion von einer Reaktion, das wird sonst zu Inception-mäßig. Jetzt ist natürlich in meinem Video, ne, ich habe halt ein Video mal gemacht, All in Tesla, mein 157.000 Euro Aktiendepot. Und darauf hat er reagiert, weil logischerweise, ne, das hat jetzt halt wenig mit sicherem, langfristigen, na mit langfristig schon, aber hat halt wenig mit sicherem Investments in ETFs und mit der Diversifizierung zu tun. Ja, sicher ist halt so ein Thema, ne? Also ETFs sind jetzt nicht per se sicher, das sollte man jetzt auch nicht verwechseln. Ja? Das ist immer noch eine Investition am Aktienmarkt und langfristig sollte die sich rechnen. Ja? Aber es ist halt diversifizierter, sagen wir es mal so, als eine Einzelaktie. Wir mögen uns, also wir arbeiten auch mit denen zusammen. Ich finde das Finanzfluss-Team super geil, also ich mag die richtig gerne. Ich glaube, die wollen so ein bisschen netter sein. Also die haben es natürlich jetzt nicht gebasht oder so, aber nein, die haben natürlich ein paar. Ja, logischerweise mussten die auch machen. Die haben gesagt, ja Bruder, das ist halt eine Wette, ne? Und das ist es ja auch. Und deswegen ist es ja vollkommen okay. Und da muss man natürlich auch die Leute davor warnen, dass man halt jetzt nicht eins zu eins halt sagt, ja macht das, was er macht, weil er macht halt viel Profit. Auf jeden Fall in der Community von denen, also auch völlig berechtigt, die haben ja auch alle recht. In den Kommentaren haben sich da ein paar Leute nicht so zurückgehalten. Ist auch nicht schlimm. Ist auch ganz lustig eigentlich, aber die haben dann ein paar Bilder geschrieben. Ja, okay, ich habe natürlich auch was Dummes geschrieben. Ich habe halt erstmal die Raketen-Emojis geschrieben. Ihr wisst Bescheid, sage ich mal so. Das Geld für neue Kopfhörer ging für ETFs drauf. Auch lustig. Also in die Kommentarspalte habe ich gar nicht reingeguckt unter unserem Überflussvideo. Okay, funny. Interessant. Die Kommentare waren auf jeden Fall nice. Ja, hier ein paar Leute haben mich kritisiert. Richtiges Hype-Portfolio. Ja, okay, klar. Ich fasse zusammen. Das ist ja nur eine Feststellung. Die Bauer haben die dicksten Kartoffeln, ja. Und dieses Video geht natürlich auch darum, erstens, was für ein dummer Bauer ich bin, aber natürlich auch, wie dick meine Ach nö, ach Gott, jetzt zeigt er sein Portfolio 216.000 und wir zeigen, wie scheißegal, was ihr denkt, ich hab das Cash, okay? Das ist legit. Ich werde jetzt hier nicht so ein, ha, ich hab's euch doch gesagt oder ich hatte jetzt recht, Video daraus machen wirklich wohl gar nicht. Alle Kommentare, da ist überall ein Fünkchen Wahrheit dahinter, vielleicht auch sogar mehr als nur ein Fünkchen. Bei diesem Video, das ich dann vor ungefähr anderthalb Monaten gemacht habe, war mein Depot 19.000 Euro knapp im Plus und es hat sich natürlich jetzt ein bisschen entwickelt, ja, also die Zeit ist natürlich weitergeschritten. Meine ganzen Aktien, die ich da gehalten habe, die schon überbewertet waren, die sind jetzt noch überbewerteter. Und dann schauen wir es mal rein. Überbewertet ist eine subjektive Meinung erst im ersten Moment. Die Gesamtsumme liege ich am Ende. Wir gehen jetzt einmal kurz alle Aktien durch. Also, LTOP habe ich immer noch, ist noch weiter gesunken. Müssen wir uns jetzt alle anderthalb Monate Tommys Portfolio anschauen, lieber Chat, bitte, bitte verschont mir das. Nicht, dass ich mir nicht gerne sein Portfolio anschaue, aber es macht halt keinen Sinn, ein Portfolio nach anderthalb Monaten zu bewerten. Das macht einfach keinen Sinn. Das sind einfach Zufallsbewegungen, die es da gibt, ja. Klar, ich meine, wenn du ein solides Portfolio hast, so wie er, ja, 216.000 in diesem Portfolio, vielleicht hat er noch ein anderes, ist es natürlich immer nice, da Videos zu produzieren, ja. Aber nach anderthalb Monaten kann man keine Aussage treffen, ja. Da muss man schon nach einem Jahrzehnt drauf gucken, aber wenn man alle 10 Jahre mal ein Video macht, ist natürlich auch nicht cool. Die werden auch noch steigen. Also ich bin immer noch langfristig hier investiert und ja, ich habe mich verplappert. Langfristig investieren ist natürlich nicht nur ein Jahr. Ich wollte damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass ich halt nicht mega kurzfristig gamble. Das Problem wirklich, was ich habe, lieber Chat, ist, ich habe ein unglaubliches Kurzzeitgedächtnis, also ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Ich weiß gar nicht mehr, was ich im Chat gesagt habe. Amazon auch immer noch im Minus. Und jetzt ist spannend, also abgesehen von diesen beiden Aktien, bin ich mit jeder anderen Aktie, die ich habe, im Plus. Und mit jedem anderen ETF auch. Also ich habe quasi hier nur insgesamt 185 Euro bin ich quasi im Minus. Also alles andere ist im Plus. Bis auf 1 schreibt öfters Videos, als ich in mein Depot gucke. Ja, das ist die richtige Einstellung. Das geht mir, glaube ich, auch so. Also ich glaube, ich habe mehr jetzt in Tommys Depot reingeschaut, als in meins. Ich will jetzt nicht hier sagen, ja, ich habe irgendwie einen Plan und ich mache das super richtig. Ich will auch gar nicht sagen, dass ihr das so machen sollt wie ich. Genau. Also ich würde sowieso sagen, vertraut keinem Finanzguru, weil jeder, der sagt, er weiß, was hier die ganzen Aktien machen, der außer uns. Aber meiner Meinung nach ziemlich Bayronie. Bullshit. Und diese Messages, die Finanzfluss darüber bringen, wie zum Beispiel ETFs und diversifizieren und sowas, finde ich da auch eigentlich am besten. So, und alles andere, was ihr jetzt hier seht, ist halt ein bisschen wetten. So, weiter geht's mit Apple. Habe ich auch noch nicht aufgestockt. Also wie gesagt, ich habe hier jetzt in diese Riesenunternehmen, wo man jetzt eigentlich denkt, dass ich das mein meistes Geld drin habe, relativ wenig. Sind kleinere Positionen. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ne? Natürlich ist es mega viel Geld, aber es ist jetzt auch einfach unehrlich, wenn ich sagen würde, dass das Riesenpositionen sind. Weil es ist halt einfach nicht so. Im Verhältnis zu meinem Depot, das jetzt halt fast 217.000 Euro beträgt, ist das natürlich relativ wenig. So, und auch generell, das hat sich natürlich so entwickelt, die 216.000, die waren natürlich noch nicht immer da. Investiert habe ich da quasi selber 155.000.
Und die haben sich quasi dann halt entwickelt. Das ist quasi ein Plus von 41%. 40.000 Euro. Und das ist halt das Spannende, weil in diesem Video war ich noch 18.000 Euro im Plus, wo halt schon jeder gesagt hat, hey, deine Aktien sind alle überbewertet. Und jetzt bin ich halt das Dreifache im Plus, 61.000 Euro, obwohl ich halt nicht nochmal irgendwas nachgekauft habe, außer brav ETFs. Ich will jetzt damit nicht sagen, ja, ich habe es euch doch gesagt, ich habe es doch gewusst, aber die Leute werden halt immer sagen, irgendwas ist überbewertet und sonst was und erkennen halt nicht, dass sich der Aktienmarkt einfach gewandelt hat. Also die halten halt an der Zeit fest, wo halt diese Art von Marktanalyse und so weiter und so fort essentiell war. Was man dazu sagen kann, ist, es stimmt, dass die gesamten Bewertungsniveaus natürlich hochgegangen sind, weil wenn man sich halt anschaut, wie eine Aktie bewertet wird, dann schaut man sich ja die zukünftigen Cashflows an und die zukünftigen Cashflows werden dann auf den heutigen Zeitpunkt runtergerechnet. Das geht durch das sogenannte Diskontieren. Kennt ihr vielleicht so eine DCF, also Discounted Cashflow Modell. Und um die auf den heutigen Tag zurückzurechnen, gibt es zwei Dinge, die man in Betracht nimmt. Einmal den risikofreien Zins und die Risikoprämie. Und der risikofreie Zins ist derzeit so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, oder schon seit längerem das Problem, dass du nämlich keinen risikofreien Zins mehr bekommst oder der risikofreie Zins mittlerweile sogar ins Negative geht. Also risikofreier Zins kann man so Zentralbankzins ansetzen oder ja eine sichere Anlage, wie zum Beispiel deutsche Staatsanleihen. Und die sind ja negativ. Ja. Das bedeutet, je geringer dieser negative Zins ist, mit dem man die zukünftigen Gewinne abdiskontiert, sagt man, desto höher können die Aktienbewertungen steigen. Das heißt, der gesamte Aktienmarkt ist dadurch gestiegen, dass der risikofreie Zins sich senkt. Und dadurch kann es natürlich sein, dass neue normale Bewertungsniveaus zu erreichen sind. Ja. In der Review von Tommy wollte ich auch nochmal sagen, ich möchte die Einzelaktien überhaupt nicht bewerten und sagen, das ist jetzt überbewertet oder das ist unterbewertet. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil mein Investmentansatz ist das passive Investieren, zu sagen, ich bilde mir überhaupt keine Meinung über irgendwelche Firmen und in irgendwelche Firmen durch die Decke gehen und in irgendwelche Indizes reinkommen, wie es ja übrigens jetzt auch der Fall bei Tesla ist, dann bin ich da ja automatisch mit rein investiert. Von daher muss man so ein bisschen unterscheiden, sind diese einzelnen Aktien, die Thomas da hat, überbewertet oder unterbewertet? Das ist keine Diskussion, das ist eine Diskussion, die in der aktiven Community geführt wird. Mein Investmentansatz ist ein passiver Investmentansatz. Ich sage, ich beschäftige mich überhaupt nicht mit Einzelaktien, bilde mir auch keine Meinung darüber, ob jetzt Tesla überbewertet ist oder nicht überbewertet. Ja. Das wird sich sowieso nur über den langen Zeitraum zeigen, also über einige, über mehrere Jahre und nicht über einige Monate hinweg. Ja. Solange Leute an Tesla glauben, wird Tesla steigen und das ist der einzige Grund, warum Tesla steigt. Nicht, weil die so und so viele Autos verkaufen, bla bla bla. Natürlich, das ist immer schön mal zu hören, Tesla verkauft so und so viele Autos und denkst du dir, geil, irgendwelche Leute kaufen sich dann einfach mehr Tesla-Aktien oder Leute verkaufen an Tesla-Aktien, wenn es mal wieder Negativnachrichten gibt. Ja, aber der Glaube an eine Firma, das darf man auch nicht vergessen, also der Glaube an die Firma, also klar, eine Aktie steigt, wenn Leute daran glauben und viele Leute das kaufen möchten, ja, und du auf der anderen Seite so ein hohes Preisniveau erreichen musst, dass die Verkäufer ihre Aktien überhaupt abstoßen wollen. Was man jetzt nicht vergessen an dieser Sache. Es gibt immer noch fundamentale Werte, die da mit reinspielen, wie zum Beispiel, es müssen ja schon irgendwo Autos verkauft werden, sonst ist es natürlich so eine Bubble, wie zum Beispiel jetzt dieses GameStop-Ding, was total in die Höhe gejubelt wird und so, aber irgendwann platzt halt das Teil. Was man halt nicht vergessen darf, es gibt jetzt super viele Leute, die viel Geld damit verdient haben, mit dieser gigantischen Spekulationsblase GameStop, weil da ist ja nichts Fundamentales dahinter. Bei Tesla absolut fundamental was dahinter. Ja? Ob jetzt auf diesem Bewertungsniveau oder einem anderen, darüber kann man diskutieren. Aber es ist ein Automobilhersteller, der eine Vision hat, der den gesamten Sektor umgekrempelt hat. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Es ist ja nicht nur Tesla, was jetzt neu auf dem Markt ist, sondern Tesla hat ja auch dafür gesorgt, dass alle anderen Automobilhersteller ihre Strategie haben umstellen müssen, nämlich von Verbrennern auf Elektrik und so, also Elektroantrieb und so weiter. Und wenn wir uns so eine Bubble angucken, wie zum Beispiel jetzt dieses GameStop-Ding, da gibt es natürlich Leute, die Cash gemacht haben, aber es wird auch verdammt viele Leute geben, die sich damit eine blutige Nase holen, denn irgendwann kommt dieser Ballon wieder runter. Die Frage ist nur, wann ziehst du die Reißleine? Und auch viele Leute, die auf Wall Street Bets und Co. unterwegs sind, werden sich dann eine blutige Nase holen, weil wenn der Kurs runtergeht, kann nicht der gesamte Wall Street Bets Reddit auf einmal aussteigen. Das geht nicht. Das geht auch nur sukzessive. Und die ersten, die aussteigen, die werden richtig schön abgecashed haben. Und die anderen, die werden quasi das Ding fallen sehen. Dann wird es ja wahrscheinlich noch Threads geben von wegen, jetzt steige ich erst richtig ein. Das ist eine Nachkaufgelegenheit. Und das sind dann die Leute, die sich eine blutige Nase holen. Das sind so ganz klassische Marktbewegungen, die man schon zigfach gesehen hat. Aber wie gesagt, man muss halt absolut unterscheiden, ist das jetzt eine Spekulationsblase oder ist da was Fundamentales dahinter? Und von daher überhaupt gar keine Bewertung von wegen Tesla ist eine Bubble oder solche Dinge. Die Leute kaufen einfach Tesla, weil Elon Musk ein kranker Dude ist, der uns auf den Mars bringen wird. Und die Leute wollen ein Stück vom Kuchen ab. Und ich auch. Kann man kritisieren, wie man will. Ich würde es auch niemandem empfehlen, so viel in Tesla zu halten. Ich habe auch zwei Positionen in Tesla. Wir kommen gleich mal darauf. Würdest du dir einen Cybertruck gönnen? Boah, Cybertruck. Ich weiß nicht. Also je nachdem, wo ich wäre. Ich hätte auch gerne ein Model S, um ehrlich zu sein. Ich könnte mir auch eins leisten, so was halt irgendwie weird ist. Aber würde ich mir...
Flex. Also 100.000 Euro für ein Auto ist way too much. Way too much für mich. Warte mal, bis seine Tesla-Stocks bei 300.000 stehen oder so. Dann drückt er auch mal ein bisschen was ab, um sich ein Model S. Abgesehen davon muss man es ja auch nicht neu kaufen. Du kannst ja auch ein Einjahres-Lease oder so kaufen. Dann kriegst du ihn ja günstiger. Ist ja wie bei normalen Autos ja auch, gelten ja auch dieselben Regeln. Also ich werde mir Model 3 mal kaufen. Irgendwann werde ich mir den Traum erfüllen. Aber da würde ich auch noch ein bisschen hinwarten. Einen Monat später, wir machen wieder einen Stream, kommt wieder rein. Tommy, ich kaufe mir das Model 3. Dann der ETF, ja, der MSCI Emerging Markets, den auch Finanzfluss quasi häufig mal preacht, der auch echt stark ist. Meine Anlagestrategie ist ja basically, eigentlich mache ich halt nur ETFs und zusätzlich mache ich halt so ein bisschen nach Gefühl, aber halt hauptsächlich in Unternehmen, an die ich ja glaube. Das ist auch übrigens Geld, das ich bereit bin zu verlieren. Ja, also wenn ihr jetzt nicht bereit seid, das Geld zu verlieren, was ihr da irgendwie im Depot habt, dann setzt es auch nicht aufs Spiel. Nach diesen Emerging Markets kommt der Clean Energy ETF. Das ist der ETF, in dem ich am meisten drin habe aktuell. Clean Energy, wie gesagt, habe ich ja schon mal gesagt, entweder die Menschheit löst den Klimawandel und die Aktien, die mit Clean Energy zu tun haben, gehen tendenziell halt nach oben. Dann NIO, ähnlich wie Tesla. Man könnte jetzt dumm gesagt sagen, es ist chinesische Tesla. Würde ich nicht sagen. Die haben noch ein paar andere Ansätze. Dann Palantir Technologies. Die machen AI-Kram. Tatsächlich bin ich damit jetzt endlich im Plus. Ewig war ich damit 3.000 Euro Minus. Jetzt bin ich wieder im Plus damit. Danke dafür. Wenn man Einzelaktien kauft, sollte man nicht zu sehr auf das P&L gucken, also Gewinn und Verlust, sondern halt eher so dich, also quasi auf Null resetten und sagen, okay, würde ich das Ding heute nochmal kaufen, ja oder nein? Und wenn die Antwort ist nein, dann sollte man verkaufen. Und wenn die Antwort ist ja, dann halt weiter halten oder sogar nachkaufen. Das ist ganz wichtig, weil verlorene Verluste kann man nicht ausgleichen. Was du in der Vergangenheit verloren hast, ist weg. Du kannst höchstens dann in der Zukunft nochmal Gewinne damit machen. Ja, ist ein bisschen, ist vielleicht nicht so ganz so einfach zu erklären, aber du bist zum Beispiel mit einer Aktie 50% im Minus oder so. Es macht keinen Sinn zu sagen, ich halte die Aktie jetzt, bis ich beim Plus wieder bin. Ja, weil es kann sein, dass es ewig lange dauert, bis du wieder im Plus bist oder dass es tatsächlich nie passiert. Hättest du aber dann verkauft und wärst in eine andere Aktie reingegangen, die dann zum Beispiel verdoppelt hat oder 10-20% Gewinn gemacht hat in 2-3 Jahren, dann wärst du wieder schneller, hättest du dann wieder schneller deinen Gewinn ausgeglichen. Ja? Von daher immer dieser Sunk-Cost-Ansatz zu sagen, okay, was in der Vergangenheit passiert ist, interessiert eigentlich niemanden. Börse ist immer nur Zukunft. Du darfst dich auch nicht an irgendwelchen Kursen festhalten, zu denen du irgendwann mal gekauft hast oder sowas. Also das hier vielleicht nur als kleiner Tipp für diejenigen, die aktiv handeln und sich regelmäßig auf das Emotionskarussell begeben. Ich mir das zu verkaufen, nicht weil ich nicht denke, dass sie noch weiter steigen werden, sondern weil ich nicht so krass mit der Firma stehe und zusätzlich ich mich auch nicht so krass damit auskenne. Also ganz ehrlich, das hätte ich nicht unbedingt machen müssen. Genau. Dann PayPal. Finde ich auch immer noch geil. Auch nichts zu sagen. PayPal hasse ich nach wie vor. Also aus Kundensicht. Was hast du gegen PayPal? Ja, ich bin kein PayPal-Fan. Unnötige Gebühren, super kompliziert, um an dein Geld ranzukommen, also als Händler. Ich denke, das braucht man nicht. Es gibt einfach Kreditkarten, du kannst einfach mit Kreditkarten zahlen. Ja, ich weiß, es gibt nicht so viele Kreditkarten in Deutschland oder ist noch nicht so verbreitet, aber ich bin echt kein PayPal-Fan. Es ist super teuer. Klar, mal gerade müssen wir nicht drauf eingehen. Ich glaube, die waren heute wieder beim All-Time-High. Ich sag mal so, kann mich nicht beschweren hier mit 103% und 85%. Dann nochmal ein guter ETF und zwar der MSCI USA. MSCI World hat er halt schon einen sehr hohen Prozentsatz USA drin, 50% oder 60%. Von daher ist es eigentlich unnötig, also da jetzt noch einen speziellen USA-Teil dazu zu mischen. Also du übergewichtest krass nochmal und dann hast du ja nochmal die Tech-Aktien drin. Also das ist eigentlich eine unnötige Doppelung. Okay, Euro Stoxx 50 ist gut. Vielleicht als kleine Verbesserung. Ich würde nicht den Euro Stoxx 50 holen, sondern den Europe Stoxx 600. Dann hast du Europa abgebildet nochmal deutlich breiter. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal gesagt habe, schon in der Reaction nochmal. Wie gesagt, Kurzzeitgedächtnis. Natürlich auch der MSCI World, der so der am besten diversifizierte ETF ist, den ich habe. Und dann noch ein bisschen Euro Stoxx und MSCI USA. Viele Leute haben mich gefragt, also rein gar nichts im Minus. Ja, also hier plus. Ja, ist schwer, ne? Also ich meine, das ist sowieso gerade das Umfeld, in dem wir uns befinden. Negative Portfolios zu haben, ist derzeit tatsächlich very tricky, weil der Markt nur gestiegen ist in den letzten Jahren, beziehungsweise Jahrzehnt, kann man auch eigentlich schon sagen. Ist der Markt nur gestiegen. Das heißt, jeder hat positive Portfolios und deswegen ist ja jetzt auch jeder so übermütig und versucht jetzt wild rumzuzocken. Wenn wir jetzt erstmal in eine Bärenphase irgendwann mal wieder reinkommen sollten, über 3-4 Jahre oder so, dann schwindet auf einmal das Interesse für Aktien und Geldanlage wieder. Aber dann ist die Möglichkeit, dann ist die gute Möglichkeit, erst richtig einzukassieren. Ne? Das heißt, ja, in den letzten Jahren, gerade wenn du in Technologie investiert hast, auch in den letzten Monaten, konntest du nichts falsch machen. Ja? Da ging es
ging es nur bergaufwärts. Aber ein guter Investor schaut auch nicht, wie sein Plus ist oder wie sein Minus ist, sondern vergleicht sich einfach mit der Benchmark. Ja? Wie ist die Benchmark gelaufen? Wie ist ein weltweiter Index gelaufen, mit dem ich mich vergleichen kann? Und war ich besser oder schlechter als der? Denn nur das gibt mir eine Aussagekraft darüber, ob sich die Mühe gelohnt hat, einzelne Aktien herauszusuchen. Und das, wie gesagt, auch wieder nicht in 1,5-Monats-Rhythmus, sondern wirklich mal über ein Jahrzehnt. Ich glaube, ich habe nichts, was nicht mindestens zu knapp 10% im Plus ist. 10%, 10%, 85%, 100%, 20%, 11%, 14%, 35%, 46%, 8% nur, 40%, 21%, 10%. Aber hier dann meine einzigen zwei Aktien, die im Minus stehen. Amazon hier mit minus 5% und Adobe mit minus 5%. Glück gehabt, sagen wir so. Ist ganz gut gelaufen. Kann man sich nicht beschweren. Ich hoffe mal, dass Tomary lange dabei bleibt und also Position auch wirklich lange hält und nicht irgendwie, irgendwann wirst du ja kribbelig und denkst dir, boah, so viel Geld, das muss ich liquidieren. Wobei er auch gesagt hat, dass er die Tesla-Aktien quasi nie verkaufen will. Weil dann wird es mal wirklich interessant. Ich meine, ich habe ja auch schon ein Aktienportfolio gehabt früher und wenn du dann mal so in den 100er-Prozent-Bereich kommst, also 100, 200, 300, 350 und so weiter Prozent Gewinn, da wird es wirklich interessant, weil dann hast du wirklich verdreifacht und so. Das sind dann wirklich die spannenden Zahlen. Dann schauen wir uns dein Portfolio sehr gerne wieder an. Ich hoffe, dir hat dieser kurze Überfluss-Clip gefallen. Wenn ja, lass uns doch gerne einen Daumen hoch da und schau dir gerne die weiteren Clips hier oder hier an. Und wenn du in Zukunft keine Highlights mehr aus unseren Streams oder Interviews verpassen möchtest oder einfach Clips aus der Finanzfluss-Welt, dann solltest du Überfluss auf jeden Fall abonnieren. Bis zum nächsten Mal.